Hallo Leute und herzlich willkommen bei Was zur Hölle ist? Age of Empires HD Edition oder HD Edition. Ja, ein Remake von Age of Empires 2. Es beinhaltet alles, was man sich so wünscht. Eine Lernkampagne mit 7 verschiedenen Lernprogrammen, sage ich mal. Eine Einzelspielerkampagne, Age of Kings Kampagne, Standardspiel, Eroberung und natürlich einen Skirmish-Modus. Wir gucken einfach mal in die Age of Kings Kampagne. Wir haben, wie auch schon original, William Wallace, Johanna von Orleans, Barbarossa, Chinggis Khan und Saladin. Ich würde mal sagen, wir starten mal mit Johanna von Orleans, eine seltsame Befreierin. Wir können Schwierigkeitsgrad werden, ich mache einfach mal leicht. Und dann geht's auch schon los. Begleiten Sie Johanna vom Lager bei Vaucouleurs zum Schloss von Chinon. Johanna muss überleben. Ist das Johanna? Seid gegrüßt, Jungfrau. Mein Kumpane und ich werden euch sicher in das Schloss des Dauphins geleiten. Selbst wenn wir dabei unser Leben lassen müssen. Ich bin Jean de Metz und ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Das ist schön. Kann ich die stören? Ja, kann ich. Gut. Das ist Age of Empires 2 HD Edition. Wir haben hier unsere zwei Heldencharakteren. Bertrand und Sir de Metz und Johanna von Orléans. Ausbilden können wir nichts in dieser Mission. Und ja, es ist eigentlich das alte Age of Empires eben neu aufgelegt, wie ihr sehen könnt. Fullscreen-Auflösung bis zur Vergasung, also was euer Monitor eben unterstützt. Ich habe eure Forderungen gehört und glaube, was ihr sagt. Wir werden euch nach Chinon folgen. Okay, die bekomme ich nicht. Dann mache ich mal zwei Grüppchen. Ach ja, zum Optionsmenü. Ihr bekommt Spielgeschwindigkeit, langsam, mittel, schnell. Ihr habt Musik, 3 verschiedene Slider für einen für Musik, einen für Klanglautstärke und einen für Scrolling, wie schnell sich das Bild bewegen soll. Sprüche zulassen von Einheiten, 2 Tasten Maus, Freund-Feind-Farben könnt ihr einschalten und das kann ich nicht lesen. Einquartieren mit einem Mausklick, genau. Vertical Sync, also V-Sync, die Maus ans Bild quasi festbinden, dass ihr nicht auf den zweiten Monitor raus könnt und Kantenglättung für Objekte. Das war's dann aber schon. Ihr müsst vorsichtig sein auf dem Weg, der vor euch liegt. Unsere Feinde, die Engländer, befinden sich auf einem Streifzug und ihre burgundischen Verbündeten sind allesamt Verräter. Äußerste Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Wartet, ihr braucht vielleicht noch ein paar Bogenschützen für euren Weg. Ja, Bogenschützen sind nie schlecht. Also wir haben also ein Küppchen zusammen. Ich habe ein Lager der Burgunder im Norden ausgemacht. Nehmen wir besser einen anderen Weg. Okay, nördlich ist ein schlechter Weg anscheinend. Ja, ihr seht, es ist halt Age of Empires 2 nochmal in HD aufgelegt. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Es sieht wunderschön aus. Auflösung passt sich immer gleich eurer Maximalauflösung an. Also wenn ihr nur einen 22 Zöller habt, habt ihr halt automatisch 720p Auflösung. Habt ihr allerdings mehr wie ich, 1080p, habt ihr halt das als volle Auflösung. Selber könnt ihr die Auflösung nicht regeln, das geht nicht. Zumindest habe ich nichts gesehen in der Option, dass das gehen würde. Vielleicht per INI umschreiben, aber das weiß ich nicht. Da fliegt ein Adlerchen. Was aber noch ganz toll ist, dieses Remake quasi bietet Achtung! Mod Support. Bleib zurück, damit wir nicht ins Kreuzfeuer geraten. Oha, wer kämpft denn hier? Die Briten gegen Franken. Johanna, geh mal zurück. Bietet Mod Support, also Steamworks für. Ein weiterer bedeutender Verlust für Frankreich. Ich hoffe, dass ihr den Krieg wirklich zu Ende bringen könnt, Jungfrau von Orléans. Quasi Mods für bessere Texturen und andere Sachen. Auf jeden Fall, die meisten sind Texturmods. Es gibt Mods für Herr der Ringe Texturen. Es gibt, dass die Texturen realistischer aussehen, schärfer. Also Steam Workshop, da gibt es immer wieder was Neues, all die Tage. Natürlich
bietet die HD-Edition verbesserten Multiplayer. Ihr könnt Spiele hosten, ihr könnt Spielen einfach beitreten über eure Steam-Freundesliste. Das geht auch wunderbar. Alles schon probiert, funktioniert. Auch Steam Achievements sind mit dabei. Also ihr bekommt Achievement, wenn ihr zum Beispiel euer erstes Multiplayer-Gefecht bestritten habt oder eine Kampagne abgeschlossen habt und so weiter und so fort. Also das ist alles mit drin. Die HD-Edition von Age of Empires 2, glaube ich, kostet im Steam, lasst mich lügen, glaube ich, 20 Euro. Bin aber nicht sicher. Franken. Wegelagerer. Ah! Jungfrau, was machst du? Kann die kämpfen? Ja, die kann kämpfen. Gut. Wegelagerer plündert hilflose Reisende aus. Was ist nur auf unserem Heimatland geworden? Und ich verliere haufenweise Einheiten. Natürlich nicht gut. Ja gut, so viel zur Kampagne. Ich breche das jetzt einfach mal ab, weil ihr wisst ja, wie sowas läuft. Was wollte ich sagen? Hoppala. Wo die meisten von euch wahrscheinlich die Zeit verbringen werden, ist hier im... Wenn ich es jetzt finden kann. Ich bin schon wieder... Wo ist denn das drin? Ach hier, Skirmish-Modus. Ihr bekommt nicht nur das normale Age of Empires, sondern auch gleich das Add-on, die Conquerors, die Eroberer mit rein. Also ihr bekommt quasi zwei Spiele für den Preis von einem. Von dem her finde ich das eigentlich ganz gut gepreist von zwischen 15 und 20 Euro, dass man sagen kann, hey, ich bekomme zwei Spiele in HD-Neuauflage mit Steam-Support und Steve Achievements. Da ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man sich das vielleicht mal zulegt, besonders wenn man ein Fan ist von Age of Empires. Ich meine, Age of Empires 2 war das beste Strategiespiel ever. Wissen wir, Age of Empires 3 war ja ein bisschen flacher angesiedelt, beziehungsweise war dann nicht mehr so das, was die Leute wollten. Was auch irgendwie verständlich war oder ist. Ihr seht, Baumenü ist alles noch gleich. Ich kann hier ein Holzlager hinbauen. Boop. Ach, das ist mein erster Krieger, Adlerkrieger. Haben wir schon gewundert, warum der nicht baut. So, oben links seht ihr natürlich neue Icons für die Rohstoffe. Einmal Nahrung. Ich glaube, das ist Holz, Gold und Stein. Ich muss mehr Häuser bauen, um hier überhaupt irgendwas bauen zu können. Populationslimit, also Bevölkerungsgrenze, 5 von 5 im Moment. Rohstoffe gibt es immer überall auf der Karte, wenn ihr die Augen offen haltet. Ihr wisst ja, wie ich das immer so handhabe. So, ich baue einfach mal ein Häuschen. Es gibt auch die Funktion, Gebäude zu stacken. Ihr seht, ich kann ja gleich 4 auf einmal bauen, wenn ich lustig bin. Beziehungsweise den Bauauftrag kann ich erteilen, ähnlich wie in Supreme Commander StarCraft 2. Während mein Adlerkrieger hier alles erkundet und ich hier Kuckelschlachte. Ja, Truthahn. So, dann kann ich neue Dorfbewohner ausbilden. Hier liegt ein bisschen Gold. Und es geht natürlich darum, eure Feinde auszuschalten im großen Stil, durch die Zeitalter voranzuschreiten, wie ihr gleich unten links sehen werdet, wenn die 5 gebaut sind. Und ja, mehr gibt es eigentlich schon gar nichts zu sagen über Age of Empires 2 HD Kollektion. Oder HD Edition, wie das heißt, nicht Kollektion. Das ist die Kartengrenze. Utska, Utska. Jede Fraktion natürlich mit ihrer eigenen Sprache, wie es damals übrig war. Und ich muss sagen, auch in der heutigen Zeit immer noch ein famoses, souveränes Strategiespiel, das mit den großen Jungs immer noch mithalten kann. Sehr, sehr schönes Remake. Also, wenn ihr Age of Empires mögt, kann ich euch dieses Spielchen nur ans Herz legen. Definitiv. Es ist wirklich... Eigentlich alles, was man von Age of Empires 2 mochte und was man sich von so einem HD-Remake eigentlich erwarten kann. Und sogar noch ein bisschen mehr. Ich meine, klar, es ist weiterhin 2D, es ist kein totaler Remake, nichts 3D ist schon klar, aber es hätte schlechter ausgehen können, oder?
Dingbahn. Allein schon der Aspekt dieser Edition, dass man sagen kann, hey, es läuft auf meiner aktuellen Auflösung. Ich kann es in 1080p spielen und muss nicht erst irgendwelche Mods runterladen oder es überhaupt versuchen zum Laufen zu bringen. Ja, das fällt alles weg mit der HD-Edition, das geht alles von Hause aus und das ist eigentlich so, wie es sein soll, ja. Also an Komplexität hat sich wirklich nichts geändert. Es ist wirklich wunderbar spielbar, läuft auch immer flüssig. Im Moment läuft es da mit, keine Ahnung wie viel, 100 Frames. Aber bin wirklich beeindruckt. Multiplayer-Partien laufen super flüssig. Lag ist überhaupt nicht existent. Zumindest was ich so gespielt habe, kann ich wirklich sagen, es war lagfrei, es ging wunderbar. Teamspiele versus bis zu 8 Leuten, glaube ich, geht in der Lobby. Kann auch sein, dass mehr geht, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber so kann man 8 einstellen, soweit ich weiß. So, ihr sammelt da mal. Und ja, mehr gibt es eigentlich schon fast gar nicht zu sagen. Age of Empires 2 HD Edition. Seit einiger Zeit schon im Steam. Für circa, ja, 15 bis 20 Euro. Und ich werde mal sagen, wer Lust drauf hat, soll sich es kaufen. Wer keine Lust drauf hat, sollte es sich auch kaufen. Einfach darum, dass die Entwickler sehen, hey, die Leute mögen sowas. So Neuauflagen, alte Spiele wieder lauffähig gemacht auf modernen Rechnern. Ich finde das eine ganz, ganz coole Sache. Denn ich bin einer, der gerne mal wieder alte Spiele spielt und dann sieht man wieder, ah, es läuft wieder nicht. Und dann kommt so eine HD-Edition und bereinigt alle Fehler und man kann sich da erfreuen. Deswegen würde ich sagen, wir unterstützen das Ganze. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß bei Age of Empires 2 HD-Edition. Das ist eine kürzere Folge von Was zur Hölle ist. Und ja, viel Spaß. Ich bin euer Zarkon und ich sage immer Stay tuned and so long.